Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe natürlich zunächst mal, dass es dir gut geht, dass es auch deinen Bekannten und Verwandten gut geht, dass ihr alle wohl auch seid. Ich denke, ich bin bei weitem nicht der einzige Berufsstand, der im Moment in einer ganz einzigartigen Situation steckt, denn hier in Sachsen ist prinzipiell am Montag noch die Schule geöffnet. Wir werden also alle dort sein. Die Schulpflicht ist auf der anderen Seite aber ausgesetzt worden, sodass, so denken wir, also meine Kollegen und ich, wahrscheinlich die Fünft- und Sechstklässler betreuen, allerdings eher Spiele spielen wie Nobody's Perfect oder Mensch, ärger dich nicht oder irgendwelche Activity-Varianten durchgehen. Ich hoffe, dass wir dadurch uns auch näher kommen, also dass ich mit meinen Fünftklässlern auch spaßige Stunden habe. Dann hoffe ich aber auch, dass wir mal von unserer Schulleitung oder von anderen Stellen erfahren, wie es weitergeht und ob wir jetzt Corona-Ferien dann haben werden oder wie wir eben weiterarbeiten. Vielleicht ja in irgendwie digitalerer Form und Weise. Eventuell könnte hier mein YouTube-Kanal, dachte ich mir zumindest mal, auch zum Zuge kommen. Denn hier könnte man ja nicht nur Bücher, sondern auch die Grammatik mal besprechen, auch wenn vermutlich die wenigsten von euch daran Interesse haben. Aber solche Dinge werden jetzt eben auch mal zumindest angedacht und als Experimente vorgeschlagen im Kollegenkreis. Ja, aber ich hoffe, wie gesagt, ihr seid wohl auf und ihr habt auch weiterhin Interesse an Literatur. Ich möchte nämlich heute die Klavierspielerin von Jelinek besprechen. Bevor ich das tue, will ich aber noch kurz mal in die Kamera halten, was auf euch zukommt. Ich habe mir heute nämlich Haruki Murakami Naokos Lächeln gekauft in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung, die zufälligerweise Geburtstag gefeiert hat. Und dort war jetzt ein Schriftsteller gerade an einer Lesung und um ihn herum standen einige Personen. Ich hoffe, sie waren alle gesund, fröhlich und munter, vor allem Ersteres. Und dort habe ich mir dann dieses Büchlein gekauft. Ich bin also durch die, naja, Massen waren es nicht, aber durch die Menschlein gehüpft wie ein gewandtes Eichhörnchen. Genau, und das kommt dadurch zustande, dass ich jetzt immer wieder Leaf by Leaf geschaut habe, dieser sehr sympathische YouTuber, der eben auch Murakami-Videos gedreht hat. Und er persönlich hält Norwegian Wood im Original oder auf Deutsch eben Naokos Lächeln für das beste Werk von Murakami. Ich selber, um das kurz noch zusammenzufassen, habe Murakami vor etwa 10 Jahren mal gelesen. Vielleicht auch, nee, es stimmt gar nicht, vor 15 Jahren. Ich erinnere mich, dass ich schon auch in meiner Abi-Zeit mal ein Buch von ihm gelesen hatte und ich mochte ihn zu Beginn extrem gerne, gerade seine Liebesgeschichten, sowas wie das 100%ige Mädchen, das ist eine Geschichte, die ich immer noch im Kopf habe, die finde ich fantastisch und auch weitere Romane fand ich damals ganz toll, ganz eindrücklich, vor allem diese fantasievollen Elemente. Ich muss gestehen, dass ich im Laufe der Zeit dann immer mehr abgerückt bin von ihm. Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr auf sprechende Katzen oder auf Männer, die sich in Brunnenschächten verstecken oder zurückziehen, um dort auf überbesinnliche Gedanken zu kommen. Das hatte mich irgendwann gelangweilt und ich kam dann eher zu einer ernsthaften Literatur, um das mal so zu nennen. Ich hatte irgendwann einfach nicht mehr den Ansporn, Literatur zu lesen, die so tut, als gäbe es in der Welt so wenig fantastische Elemente, dass man sie sich hinzufügen muss. Also da ist für mich das Unerklärliche in unserer inhärenten Welt so dominant, dass ich mich eher mit Autoren beschäftige, die das versuchen zu erklären oder eben die menschliche Psyche in ihrer Gebrochenheit analysieren. Aber, um das jetzt auch wieder auf die Jetztzeit zu übertragen, ich habe eben natürlich auch Lust, hin und wieder einzelne Autoren, ich hatte es ja letztens auch bei Camus gemacht oder auch bei Hesse jetzt, nochmal ein Jahrzehnt oder eineinhalb Jahrzehnte später zu belesen. Hesse zum Beispiel hatte jetzt für mich kaum noch einen Wert, darüber habe ich gar nicht gesprochen, aber das ist jetzt auch nur am Rande zu sagen. Also da habe ich gemerkt, dass manche Autoren einfach sehr viel verlieren. Ich kann mir aber bei Murakami vorstellen, dass dieses Buch mir sehr gut gefallen wird. Ich habe es noch nicht gelesen. Das ist eins der Werke von Murakami, die ja noch ungelesen dann irgendwann herumlagen. Und das ist jetzt aber eine neu gekaufte Version. Genau, und ich werde euch, je nachdem, ob wir Corona-Ferien haben werden, relativ bald oder in einer gewissen Weile berichten, wie mir es gefallen hat. Jetzt gehen wir aber über zu Jelinek, die Klavierspielerin. Erstmal ein paar Informationen zu Jelinek. Sie ist 46 geboren worden. Dieser Roman wurde 1983 veröffentlicht. Sie ist eine österreichische Autorin. Der Roman spielt in Wien. Und Jelinek hat 2004 den Literaturnobelpreis erhalten. Sie ist aus irgendeinem Grund im Studium völlig an mir vorbeigegangen und auch im Freundes- und Bekanntenkreis haben wir nie über sie geredet. Ich weiß nur, dass sie eine verhältnismäßig große Gegnerschaft hat. Und nach der Lektüre dieses Buches ist mir auch verständlich, woran das liegt, obwohl ich dieses Urteil nicht teile. Ja, jetzt kurz zum Plot. Im Zentrum steht Erika. Sie ist Ende 30. Sie lebt mit ihrer Mutter in einer Wiener Wohnung. Sie teilen sich nicht nur Wohnung und Couch und Fernseher, sondern sogar Bett.
Da klopft also auch Freud lächelnd an und sagt, jetzt mal was Neues, nicht Sohn und Mama, sondern Tochter und Mama. Hier steckt also viel Homoerotik und viel Aggression drinnen. Das Mutter-Tochter-Verhältnis ist eben ein wesentlicher Bestandteil des Buches. Die Erika ist aber nicht nur mit ihrer Mutter in der Wohnung, sie ist auch noch eine Musiklehrerin für junge Erwachsene. Ursprünglich sollte sie mal eine Virtuosin werden. Die Mama hat sie dazu gedrillt. Sie war eben sehr streng. Sie wollte, dass die Erika arbeitet, ihre Fingerübungen macht und sich eben am Klavier betätigt. Sie hatte offenbar aber nicht das ganz große Talent. Deswegen ist sie nur Lehrerin geworden. Ja, so viel dazu. So viel Selbstkritik muss sein. Im weiteren Verlauf kommt dann noch ein wichtiger Schüler dazu, der Klemmer. Der ist Mitte 20 und fasst irgendwann den Entschluss, dass er die Erika bezirzen will, dass er mit ihr schlafen will, er will sie erobern und wir erfahren auch schnell, dass er in ihr nichts anderes sieht als ein altes, morsches, fast schon totes Stück Fleisch, das er einfach nur besitzen will für eine Zeit, um es sich dann auf ein Podest zu stellen, neben die anderen Eroberungen in seinem Leben. Die Erika ist für ihn eigentlich nur ein skurriles Objekt, denn die Erika ist eben bedingt durch die lieblose Mutter sozial sehr unfähig, sie lebt sehr distanziert von allem, sehr zurückgezogen, hat kaum Kontakt. Wenn jemand in ihre Nähe kommt, dann ist sie wie ein Zitteraal, eigentlich völlig unsicher, sehr, sehr, also ruht nicht mehr in sich und das kann Jelinek ganz toll einfangen. Das ist im Prinzip die große Story. Was noch hinzukommt, ist dann eben der weitere Verlauf dieser vor allem sexuell konnotierten Anbahnung. Die Erika begeht oder begibt sich dann sehr schnell in eine höchst devote und submissive Haltung, denn irgendwie möchte sie den Klemmer schon auch kennenlernen. Sie hofft, dass er eventuell der Prinz auf dem weißen Ross ist. Sie hatte bislang nämlich keine ernsthafte Beziehung und dabei gibt sie sich oder begibt sie sich in eine sklavische Haltung, denn sie denkt, dass sie nur mit dieser sich duckenden, submissiven Position einen Mann vielleicht bezirzen kann, dass sie nur so gefallen kann, weil sie es offenbar auch durch ihre Eltern eben nicht anders gelernt hat. Ja, das ist schon mal zum aus den Schuhen und aus der Haut fahren. Das ist sehr unangenehm beim Lesen. Man möchte der Erika hin und wieder mal eine Spritze Selbstbewusstsein verabreichen oder einen Arschtritt, eins von beiden ist notwendig. Auf der anderen Seite hat die nämlich auch noch das Fable, also die Erika, dass sie nachts auf der Praterinsel Leuten dabei zusieht, wie sie sich begatten, wie sie in wenigen Sekunden und Minuten vielleicht die Abscheulichkeit ihres eigenen Lebens vergessen und in Sexualität für Momente zumindest einen Ausfluchtspunkt sehen. Und sie betrachtet das eben. Sie selbst hat kein aktives Sexualleben. Und ich glaube, jetzt sollte ich mal alles Weitere euch dann überlassen und eher auf die Sprache jetzt eingehen. Das ist für mich nämlich auch besonders. Elfriede Jelinek wählt eine Sprache, in der wir als Leser immer genau erfahren, was die Hintergedanken und was die Motive sind für das Handeln der Figuren. Wir wissen also immer deutlich mehr, als der Klemmer und die Erika und die Mutter voneinander wissen. Wir erfahren schon immer zum Beispiel, dass der Klemmer von Anfang an eine machtbesessene, widerwärtige Person ist, dem es überhaupt nicht daran gelegen ist, mit den Interessen anderer Menschen zu interagieren oder zu kommunizieren, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Er möchte einfach sein eigenes Bild von der Welt und von Menschen ihnen aufdrücken. Er will seine Interessen durchsetzen. Die Erika auf der anderen Seite ist einfach gnadenlos unsicher. Und das hatte ich ja gerade schon erwähnt und das wird auch wirklich deutlich. Und Jelinek möchte auch, dass wir das erfahren. Sie nutzt dazu eine sehr auffällige Sprache, die auch kein Hehl daraus macht, dass sie konstruiert ist. Das gelingt Jelinek zum Beispiel durch den bewussten Einsatz von Partizipien zu Satzbeginn. Also sowas wie Gefahren kam er jetzt oder einschaltend ging die Lampe an oder auffahrend bemerkte sie das und das. Also durch diese bewusst gesetzten Verben zu Beginn haben wir eben auch nicht den Eindruck einer flüssigen und sanft dahingleitenden Sprache. Jelinek bricht die Satzstruktur und sie bricht das übliche, angenehme Lesen auf. Dabei dient ihr auch eine sehr bewusste Verwendung von Metaphern. Da ist die Erika zum Beispiel in einem Bild ein Luftballon, im nächsten ist sie ein Auto und dann ist sie eine Stehlampe, um nur Beispiele zu nennen. Ein ungeübter Leser, so denke ich, könnte jetzt auf den Gedanken kommen, dass Jelinek eine unaufmerksame oder nicht gute Stilistin ist. Natürlich ist in meinen Augen das Gegenteil der Fall. Ich finde es großartig, dass Jelinek dem Leser implizit sagt, du wirst hier keine Lektüre finden, die zu deinem Frühstücksei am Sonntag passt. Das hier ist kein angenehmes Flanieren, angeleitet durch eine dich wohlhütende Autorin. Das ist ein Buch, das dir immer wieder reingreift und etwas umdreht und dich zwickt und dir wehtun soll. Und dadurch, dass wir die Konstruktion eben so deutlich erleben,
kommen wir oder kam ich zumindest dann auf den Gedanken, ob nicht vielleicht auch das Miteinander von Erika und dem Klemmer konstruiert ist und ob die nicht jeweils schon eigentlich so gefügte, weil sie auch älter sind, so festgefügte Gebäude sind, dass sie gar nicht mehr auf einen Liebestrichter kommen, dass sie nichts Gemeinsames erschaffen können, sondern wir haben eben, weil wir auch die Intentionen und die Hintergedanken kennenlernen, den starken Eindruck, dass die einfach nur aufeinander prallen. Die wollen irgendwie so ein bisschen, aber die haben nie gelernt, wie es funktioniert und der eine möchte ja auch gar nicht so richtig und dadurch wird es irgendwann zu einer Vernichtungsgeschichte. Und an dieser Vernichtungsorgie ist man als Leser beteiligt und ich glaube, da scheidet sich dann einfach die Anhängerschaft, die Fans, von den ja, Gegnern. Denn das ist in einer Sprache, die eben das Sexuelle immer wieder auch aufs Tapet holt. Das ist eine sehr gewaltverherrlichende, oder nicht gewaltverherrlichende, das ist Quatsch, aber eine Sprache, die das Gewalttätige in der Sexualität betont. Was mich natürlich jetzt noch interessiert hat, war, was denn eigentlich das Bezugsfeld ist. Worauf bezieht sich Jelinek? Ist es ein feministischer Roman? Also möchte sie sagen, dass der Klemmer, die Erika jetzt eigentlich durch seine maskulinen Strukturen und durch seine körperliche, physische Kraft überwältigt. Aber da würde ich sagen, die Erika hat ja auch durch ihre Mutter immer das Leid erfahren. Und sie selber ist auch durch ihre Arbeit eigentlich in einer Struktur, die ihr eine hohe Position einräumt. Also das scheint nicht richtig zu greifen. Oder ist Jelinek daran interessiert, vielleicht ein amoralisches Bild zu zeichnen und dadurch vielleicht eine Gesellschaftsform an den Pranger zu stellen. Aber auch da fehlt mir dann vielleicht das historische Wissen, aber es geht dann stark in die Richtung auch von Thomas Bernhard, denke ich. Also das wäre ein Autor, der mir dazu auch einfällt. Also eine Schreibweise, in der der Einzelne oder die Gesellschaft als Ganzes eben immer wieder als dysfunktional beschrieben wird, in der der Einzelne eigentlich untergeht, in der man mit Ellenbogen dem anderen die Nase zerbricht, in der Hoffnung, dass man irgendwie noch oben bleibt, dass man überlebt, dass man sein kleines Glück, das bisschen, was man vom Leben erwartet, umsetzen kann. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt noch nicht ganz durchstiegen, worauf sich Jelinek bezieht oder ob es ihr einfach mal darum gelegen ist, zu zeigen, wie Menschen eben vielleicht Dinge erfordern und miteinander oder sich brauchen, um gewisse Dinge einzulösen, sowas wie ein Sexualerfolg oder so etwas wie ein Liebesversprechen, wie sie dabei aber einander eigentlich gar nicht wirklich in die Augen schauen, sich nicht auf Augenhöhe begegnen, sich nicht erklären, wer sie sind, sondern sich fertig machen im Endeffekt. Und gerade die vielen, die zahlreichen, die dutzendweisen ausgekippten sexuellen Szenen, in denen im Detail beschrieben wird, wie die Geschlechtsteile in oder aneinander kleben, was passiert, wenn man dieses und jenes vom Körper abzwickt, wie man einander quälen kann. Durch diese ganzen Passagen würde ich sagen, dass der Roman definitiv nicht besonders massenkompatibel ist. Ich mochte ihn aber sehr gerne. Ich halte ihn auch zu Recht für, oder ich halte Jelinek zu Recht für eine Literaturnobelpreisträgerin. Ich mag einfach diese vielschichtig deutbaren Personen. Ich mag die Konstellationen, ich mag das Zeitkolorit, das Lokalkolorit. Mir gefällt auch die Sprache mit ihren Wiener Ausdrücken sehr gut. Also so die Hacken oder es batschert oder aufpudeln oder sowas wie schleicht die. Und ich spreche das jetzt nicht besonders gut, aber hier haben wir also immer wieder auch wirklich lokale Wörter, die das Ganze dann doch veranschaulichen. Hin und wieder hatte mir aber auch eine Sympathiefigur gefehlt. Es war für mich in der Lektüre sehr viel Arbeit dabei. Ich musste immer wieder Anlauf nehmen, um mich dann ein paar hundert Meter auf meinen quasi Otto Lilienthalschen Federn ein paar hundert Meter wieder gleiten zu lassen und da musste ich wieder richtig ankurbeln, ich musste mir Mühe anfressen oder musste mich bewusst auf die Lektüre stürzen. Also das Buch hat, wenn ich jetzt eine Metapher aufbaue, gewissermaßen keine Thermik entwickelt. Ich kam nicht richtig ins Fliegen, ins Gleiten. Also es gab keine 50 oder 70 Seiten, die ich mal wirklich verschlungen hätte. Es ist ein mühsam zu lesendes Buch. Man muss aufmerksam sein, man muss hellwach sein und gerade durch diese sehr bewusst gesetzte Sprache ist es ein Buch, das auch, finde ich, schon eine hohe sprachliche Genauigkeit zumindest voraussetzt. Wenn man das aber mitbringt, dann glaube ich, hat man ein Buch, das eine einzigartige Struktur hat, eine einzigartige Sprachform. Jelinek ist auf jeden Fall ähnlich wie Hertha Müller, eine Autorin, von der ich einen Satz unter Tausenden sehen könnte und ich wüsste mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das ist ein Jelinek-Satz. Und dadurch ist es eine Autorin, die ich jetzt gerne gelesen habe. Ich freue mich auf weitere Werke von Jelinek und gebe ihr 8 bis 9 Punkte. Hin und wieder vielleicht auch eine Erzählerinstanz, mit der ich mich besser identifizieren könnte, eine Art von Erklärungsmuster, das auch zu mir gepasst hätte oder vielleicht eine Nebenfigur mit einem kritischen Blick auf das, was dort eigentlich geschieht. Denn es gibt keine Kommentierung von außen oder in der Figur, in der Figurenwelt könnte es ja vielleicht auch eine
etwas sänftigende Figur geben, die versucht auszugleichen. Aber das findet nicht statt. Also es kommt zu einer Eskalation. Was das genau bedeutet, findet es heraus. Ein lesenswerter Roman von Jelinek in meinen Augen. Ja, das Video ist verhältnismäßig lange geworden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt trotzdem für das Buch interessieren. Und ich hoffe, ihr freut euch gemeinsam mit mir auf vielleicht widersprechende Katzen. Wer weiß, Murakami, Naokos Lächeln ist jetzt dran. Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Bleibt bitte gesund und munter und lasst euch die Lust und die Leidenschaft für die Literatur nicht nehmen. Ich werde natürlich weitermachen, wie gehabt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.